Willkommen zu den ersten Digital Retropark News hier auf dem neuen YouTube-Kanal vom Digital Retropark Museum. Ja, ihr seid richtig. Auf dem YesterChips-Channel starteten die DRP-News-Videos, kommen aber jetzt quasi endlich nach Hause. Also nochmal, hallo bei den DRP-News für Juli 2021. Unsere Virtual Digital Retro Park Museum on a Card Gameboy-Spielaktion ging ab wie eine Rakete. Binnen der ersten 24 Stunden hattet ihr uns alle 100 Boxen aus den virtuellen Händen gerissen, wofür wir uns bei euch natürlich ganz herzlich bedanken möchten. Eine derartig überwältigende Resonanz hatten wir definitiv nicht erwartet. Derzeit werden weitere Spiele nachproduziert, jedoch kommt es leider aufgrund von veränderten Zollbedingungen zu Verzögerungen. Bestellen könnt ihr aber euer DRP Gameboy Spiel trotzdem auf unserer Homepage digitalretropark.net. Zum Museumsbetrieb. Derzeit ist das DRP Museum in Offenbach an jedem Samstag planmäßig von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Unter der Woche bleibt das Museum, ebenso wie das Commons Café generell, weiterhin geschlossen. Es gibt auch keine Sonderveranstaltungen momentan. Nichtsdestotrotz können Sonderführungen angefragt werden. Nutzt dafür bitte das Kontaktformular auf digitalretropark.net und bitte vor eurem Besuch im Museum informiert euch kurzfristig nochmal auf digitalretropark.net darüber, dass das mit den Öffnungszeiten auch wirklich tatsächlich hinhaut. Ich sage es jedes Mal, was wir überhaupt nicht haben wollen, ist, dass ihr eine lange Anfahrt habt und dann im dümmsten Fall vor verschlossenen Türen steht. Das gilt es zu vermeiden. Zum Spendenkassensturz. Der Juli brachte Spenden in Summe von 334,61 Euro in die Museumskasse ein. Die größten Einzelspenden waren 20, 30 und dicke 200 Euro. Besonders gerne bedanken wir uns bei denjenigen, die bei ihrer Spende angegeben haben, dass ihr Name hier genannt werden darf. Also, unser Dank gilt dieses Mal Imcos GmbH oder IMCOS, dmgpage.com, mugothek.de, Steffen Jachnow, Gregor Gramlich, Andreas Organzidis, Miss Moneypenny, Manuel Hufer, Stefan Dirks, Werner Brennecke, Tobias Lassmann, Dennis Pauler und Olaf Haug. Eine bittersüße Aktion hatte dmgpage.com gestartet. Bei jedem Sieg, den die deutsche Nationalelf bei der Fußball-Europameisterschaft eingespielt hat, gingen 10 Euro an den Digital-Retropark. Naja, unterm Strich blieb es dann halt auch bei 10 Euro. Aber trotzdem, vielen lieben Dank für diese Aktion. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Seid bitte so gut und abonniert den neuen Digital Retropark Kanal. Hier werden nicht nur die monatlichen News veröffentlicht werden, sondern generell sämtliche Videoproduktionen des DRP. Also bis demnächst im Museum. Wir freuen uns auf euch. Ciao.